und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 25 hier auf Guter Pantai bei uns auf Maiko Hazard TV. Ich bin der Ice Dragon in dem kleinen roten Massey Ferguson und da hinten in dem großen grünen John Deere. Da fährt der Heiko hinterher. Genau, hallo. Ja, diesmal hat Heiko den großen. Ja, wie voll bist du als? 17. Was? 17. Ja, ich bin schon bei 27. Ja, du machst ja auch ein bisschen mehr Breite. Ich mach mal hier. Ja, ich hab auch einen größeren Tank. Das auch. Ich mach mal hier wieder eine Bahn außen lang. Ja. Zwischenzeit. Bevor ich beide bin. Ja, das kriege ich hin. Hoffe ich. Nicht mich wegtackeln, bitte. Weil hier hinten hast du sonst wieder wenig Platz mit Wänden. Ja, das ist schon vorbei. Also, die erwische ich nicht mehr. Unter dieser Wassergraben hier wieder dieser fette große. Ja. Ich bin gespannt, wie viel wir hier vom Feld runterholen. Ja. Vor allem, wie viel überbleibt. Wie viel hast du schon wieder im Tank? 5000 Liter. Zu zwei. Ich habe gerade schon 14.000 Liter abgegeben. Ich habe nicht geguckt, wie viel es war. Wir bringen ja auch eigentlich so Fahrgeld. Warte. Habe ein Tempomat drin, kann ich gucken. 17,2. Ja, das lohnt sich auch mal. Mit ein bisschen Abzug noch für Miete sind vielleicht in, keine Ahnung, 16, 15, 5, irgendwie so. Deswegen habe ich ihn angenommen. Er kam rein, dachte ich mir selbst so, ja, nehme ich. Es gibt noch so ein paar andere. Es gibt noch Buschbohnen, gibt es tatsächlich auch immer noch. Ich muss eigentlich mal überlegen, so, auf was war jetzt eigentlich so gerade hinsparen. Weil eigentlich sitzt ihr ja quasi das Jahr gerade nur ab, wenn du so willst. Bis unsere Felder Enterer sind. Ja. Genau. Also richtige Ziele, auf das wir gerade hinarbeiten, haben wir noch nicht, oder? Nein. Nicht so ganz, nein. Nicht hier, nein. Müssten wir uns mal was überlegen, was wir hier so angehen wollen. Ja. Also ich würde gerne irgendeine Fabrik nutzen wollen auf jeden Fall und das dann auch ein bisschen mehr. Mhm. Ich hätte auch, eigentlich hätte ich auch gerne irgendwie 1 zu 9 Tierarten gerne auf dem Hof. Also Wasserwürfel, Ziegen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ich muss mal überlegen, was für uns Sinn macht. Ich kann jetzt mit GPS fahren. Passt es in die Reihe, ja? Ja. Naja, aber genau. Denk daran, dass die Bahn hinten wahrscheinlich nicht ganz gerade ist, glaube ich. Ja, dann werde ich korrigieren, aber aktuell passt es. Zwei geht es ja trotzdem noch mal deutlich schneller, ne? Das ist so. Ja. Auch wenn es nur ein kleiner Drescher ist und jetzt der auch genauso groß wäre, dann wären wir wahrscheinlich schon fast fertig mit dem Feld. Ja, das stimmt wohl. Von daher geht das dann ratzfatz. Ja, stell mal vor, du gehst zu dritt drauf oder so. Ja. Was ich mir vorstellen kann, was noch richtig Spaß machen könnte, wäre einmal schön Mais häckseln, weißt du, irgendwie mit zu dritt oder zu viert, wenn die Seiten ja auch dabei sind und so. Ja. Weißt du? Das könnte auch interessant werden. Mhm. Viert auf einem Feld. Ja, wahrscheinlich hast du dann einen Häcksler und drei Abfahrer oder so. Weil zwei Häcksler und zwei Abfahrer, dann fehlen schon wieder mehr Abfahrer. Ja klar, dann brauchst du auf jeden Fall mehr. Du brauchst eigentlich für jeden Häcksler, sage ich mal, wenigstens zwei Abfahrer.
Ja, wir fahren zum Abladepunkt, ja. Genau. Damit der eine wegfährt und ablädt und der andere gerade voll gemacht wird und dann wird getauscht. Genau. Ja, da kaufen wir die alle Felder hier, also die drei großen in der Mitte hier. Also hier die 8, 9 und 12. Ja, genau. Und machen daraus 1. Ja, genau, aber vorher brauchen wir den Hof daneben, ne? Natürlich. Und von dann machen wir daraus ein Feld, ein großes, und das machen wir dann mit Mais und dann wird das gehäckselt. Ja. Also ich darf festhalten, Eis, wir sind bisher ziemlich akkurat gerade gefahren. Das hat bis zum Ende hin mit der GPS-Linie gepasst. Okay. Sieht gar nicht so gerade aus, tatsächlich. Ja, weil die Linie auch nicht so gerade, also die GPS nicht ganz so gerade ist, sag ich mal so, weil wir an der einen Seite eine schiefe Kante haben. Okay. So. Du machst ein bisschen weniger als die Hälfte von mir quasi. Ja. Der Tanz der Drescher hier, der Dreschertanz. Beim Wenden. Genau. Also ich sag mal so, vor Ende der Spur müssen wir nochmal tanken. Ist schon wieder so weit, ja. Ja, ich bin bei 86. Na, hier teilst du das Feld dann in zwei Hälften, wenn du das nächste Mal hier lang fährst. Mhm. Ich habe noch ein dünnes Ding in der Mitte. Ja. Bis für 95%. Ja, gut 1000 Liter passt noch rein. Hm. 98. 99. Voll. Setzen so. Ich meine gleich mit ab. Ja. Jetzt sind 1100 Liter passen rein. Den. Mhm. 6,5 waren jetzt schon in dem Anhänger hier drin. Auch. In dem hier sind jetzt gleich 28.000 drin. Ich weiß nicht, was der für ein Ladegewicht hat. Weil da war unser ja hier echt gut, den wir haben. Ja. Ich habe jetzt 12.070 drin. Eis? Hm? Magst du gerade mal die Trailer tauschen? Warum? Weil meiner noch 5000 drin hat und meiner voll ist. Wisst ihr? Das ist ein riesen Trailer, ja? Und der ist mit 22,2 schon voll. Hm? Der ist gerade mal optisch, ist der gerade mal halb voll, ey. Ja. Was für ein Billigteil. Und wenn wir auf jeden Fall nochmal abladen müssen, die Trailer. Wie voll ist unser? 13 hat er jetzt. Aber ich glaube, bei Soja ging der tatsächlich sogar komplett voll auf 100%. Weil wir hatten ja letztens schon Soja gehabt. Ja. Ich glaube, da ging er echt auf 100% hoch. Ja. Dann fahre ich die Bahn jetzt mit dir zu Ende, dann fahre ich den großen, den Krampe schon mal weg zum Wegbringen. Alles klar. Wo geht's denn überhaupt hin? Achso, wieder zum Hafen. Na, wohin auch immer. Wohin auch sonst.
wahrscheinlich bist du dann schon gut wie fertig, wenn ich zurückkomme. Möglicherweise. Du musst dir angewöhnen, weiterzufahren, sonst fahre ich gegen dich gegen. Bei dem Duell hätte ich dich gerade geschlagen, wenn ich das gesagt hätte, das Duell ist, mit dem Drescher und mit dem Mähwerk zwischen den Traktoren durchzufahren. Da hätte ich gewonnen. Ja. Aber auch nur, weil er so winzig ist. So, Johnny, auf geht's. Einmal dem halbvollen Ding. Ja, 50% hat er gerade mal. Halbvoll ist er. Oh Mann, ey. Ja, also wir müssen echt ein bisschen gucken, wenn wir uns Trailer anschaffen, dass die ein hohes Ladegewicht haben. Ja. Ja, Volumen ist natürlich auch wichtig, aber das Ladegewicht muss halt stimmen. Weil sonst kriegst du es immer bloß halb voll. Ja. Das bringt dir dann auch nicht viel. Jo. Ach, hier darf ich nur rechts abbiegen, ne? Ist ja schön. Ich liebe die Stadt jetzt schon so langsam, ne? Und die ganzen Einbahnstraßen hier, ey. Ja. So, hier darf ich jetzt wiederum links ab. Ich teile jetzt sofort das Feld in zwei Hälften. Ja. Jetzt darf ich hier gerade ausfahren. Nein. Doch. Jetzt wiederum. Ich bin mit diesen. Hast du die Folge gesehen, Heiko? Hier, die kam vorgestern, glaube ich. Die 11. war es. Glaube ich, mit dem Sojabohnenabtransport, mit diesem Riesentrailer, diesem Tribble-Ding da. Ja. Hast du gesehen, wie ich mich mit dem durch die Stadt gequält habe? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Musst du dir tatsächlich mal angucken, das war interessant. Ich bin aber mit dem Riesenteil trotzdem durch die Stadt durchgefahren. Okay. Das Abbiegen war ein bisschen, nennen wir es herausfordernd. Weil die Laternen haben eben doch Kollision. Und da ist dann halt, ne? Ich merke, mit dem Update, die haben auf jeden Fall auch an dem GPS ein bisschen was geändert. Das funktioniert ist jetzt reibungslos, sag ich mal so. Ja, ich hatte immer so diese kleinen Mini-Ruckler drin, ne? So. Obwohl ich sagen muss, auf dem Server waren sie, glaube ich, noch. Ich fahre jetzt einfach mal entgegen der Einbahnstraße. Weil ich keine Lust habe, jetzt durch die ganze Stadt durchzueiern. Einmal um die ganze Stadt rumzufahren, weißt du? Ne? Wenn das Einbahnstraßen hier sind, sonst. Ich finde einige Firmen sehr interessant, weil die tatsächlich sehr so mitten in der Stadt hier sind. Mit einem großen LKW kannst du da auch nicht hinfahren. Ja. Ich würde sagen, ich habe mir die Karte Zilonka habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja, aber die gab es ja schon. Ne? Wann gab es denn die? War die beim 22er mit drin, hinten irgendwo am Ende oder beim 19er schon? Irgendwann gab es die Zilonka schon mal. Das weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich. So, ich habe ihn abgeladen. Ja. Wir werden ihn sicherlich nochmal brauchen. Ich würde trotzdem sagen, wir machen erstmal unseren dann voll. Ja. Voll bist du? 38%. Achso. Schaffst du den Rest wegzumachen, oder? Ja. Ist hinten noch was? Nee, ne? Wie, was meinst du hinten? Na, im hinteren Abschnitt Richtung Wassergraben hinten? Nee, der ist fertig. Da hinten ist nicht mehr, nur hier vorne, ne? Ja, genau. Das ist gut. Gucken wir zu, wie halt gedrescht. Ja. Sind die 28.000 eigentlich alles, was wir aktuell haben, oder hast du schon wieder etwas vom Kredit zurückbezahlt? Äh. 5.000 sind noch im Kredit.
Jetzt ist ziemlich bankrott eigentlich. So, jetzt haben wir 30.000 im Kreditrahmen. Falls wir uns nicht mehr leisten dürfen, schon in der Zwischenzeit heißt das. Der wäre 50%. Wie oft der Zug da oben schon lang gefahren ist, wenn wir hier ernten. Ich kann hier jetzt auch irgendwie wegmachen. Was für ein Füllvolumen hat eigentlich unser jetzt? Keine Ahnung. Einmal ausfahren bitte. km/h runter drosseln hier in Tempomaten. So. Sieht er sonst nicht mehr? Oh, es gibt Gas. Gib Gas. Bisschen weiter. Mal fahren. Ja, ja, ziehen bis rüber. Ja, ich hier rüber, kann er nicht. Ich weiß ja nicht, welche Seite fahren willst, deswegen. Nee, ich will, wenn du hier Schnee mischst, dann bin ich auf hier Seite. Leer? Ja. Wie viel war dem anderen Gleiter voll war? 22.000. Hier passt schon 27 rein, ne? Ist er voll? Ne, 3% hat er noch. Ach, hier passt die 3% noch rein. Ja. Mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, doch, also das wird passen. Wie viel hast du jetzt? Sekunde, sag ich sofort. 118 Liter. Ja gut, die sollten reinpassen, ja. Das war's, ja? Ja, ja. Jo, der ist nicht mal voll, siehst du? Der kann also schon mehr aufnehmen als der da hinten, ey. Und hier kannst du noch zwei von zusammenhängen, theoretisch. Kannst du hinten noch einen weiteren ranhängen, theoretisch. Der rote war jetzt leer, ne? Der ist leer, ja. Okay. Das nochmal in die Stadt fahren. Nochmal durch das Städtchen durch. Das Feld ist auch kacke hier, ne? Feld 22, Heiko, das ist richtig kacke. Das kaufe ich so bald nicht, ne? Auf der einen Seite hast du eine Straße mit einem kleinen Hang zum Feld. Dann hast du den großen Wassergraben. Ja. Hinten hast du, naja gut, da sind ein bisschen Felsen hinten. Und auf der anderen Seite hier hast du schon wieder Wohnhäuser. Das ist mies, das Feld. Aus der Bahn. Wir haben hier Sojabohnen. Da können wir, keine Ahnung, Tofu herstellen. Nee. Oder Soja gemacht, weiß ich gar nicht. Hier zurück, ich habe keine Ahnung. Die Bäckerei ist hier mitten im Ort, ne? Ich habe vorbeigefahren. Wenn du die Paletten abholen willst, dann stehst du auf der Straße dabei. Das ist ein Zickzack-Gefahr hier, ey, um das absolut wegzubringen. Ja. Zicke Zacke.
oder 10% müssen noch geliefert werden. Der poltert halt nur ein bisschen mehr beim Fahren, aber ansonsten. Kurz gucken, was ich auch stoppen kann. Ja. Kann ich, ja, kann ich gut. Kann ich immer noch stoppen, ja. Oh, aber mal unterbrechen zwischendurch. Oh, ich habe gut abgeladen. 389 noch verkauft, ist er. Ja, dann gehen wir auch einfach ab. Jo. Und wir haben fast 7.500, also 7.000 Führer noch übrig behalten wieder. Ja. So. Dann werde ich den Heiko mal ein bisschen Freude machen. Welches Feld ist das? Nee, das nicht. Das könnte man natürlich auch machen, aber zu zweit sind, können wir es machen. Was denn? Ach, du meinst einen der Erntaufträge, wa? Ja, einen der Karottenaufträge zum Beispiel. Können wir natürlich machen. Weil da ist zu zweit, also würde ich Feld 13 oben nehmen. Was ist Karotten? 13. Wird aber dauern, ne? Das sind 3,7 Hektar. Ja. Können wir meinetwegen machen. Ich meine, es gibt auch 2,1 Hektar, gibt es auch, auf Feld 45, so ganz oben am Rand, am Arsch der Welt. 46 ist Pastinaken, 49. Sind aber eben nur 2000, wenn wir die Geräte mieten, und da kriegen wir auch nur den Anhänger. Das ist ja noch kleiner, ich nehme mal den Vollernter. Ja. Und wenn wir da Geräte mieten, dann machen wir gerade noch 1000 Umsatz. Yep. Das ist lustig, bei dem großen Auftrag ist die Miete weniger als bei dem kleinen. Da kriegen wir den Waldrabe, sehe ich gerade, wie es aussieht. Ja, aber Feld 49 haben wir doch gar nicht. Feld hören wir 46 auf. Doch, 49 ist bei uns in der Nähe da, von der einen komischen Doppel-T-Kreuzung. Ach, da ist das, okay. Ja. Ich würde die 13 nehmen tatsächlich. Wird es für echt dauern? Ne? Ja, dann machen wir das, wa? Ja. Also ich sag mal so, Restzeit ist 10 Stunden 15, ne? Also keine 10 Stunden brauchen wir, Sing zu ernten. Voll Enter. Für den Holztransport hättest du noch 15 Minuten. Schaffen wir nicht. Aber der ist wieder mehr hier, ne? Guck mal, das sind 9 Stämme gerade mal für 5.000. So, Höchstgeschwindigkeit 27 km/h vom Vollenter, alles klar. Wie wär's, Heiko? Feld 2 pflügen? Hm? Nein. Sind selber. Auch nur 7,34 Hektar. Und bringen wie viel? 22.000. Ich meine, vom Geld her wird es sich halt schon lohnen, ne? Aber du bist halt Ewigkeiten ja, dabei. Aber da brauchst du ja wirklich Tage für. Hm. Also, das können wir machen, das Feld können wir pflügen, wenn wir zu viert da sind, mit 4 großen Pflügen. Dann können wir das gerne machen. Ja. Und selbst dann dauert es noch ewig. Was kostet das Feld eigentlich zu kaufen, die 2? Ich weiß, ich muss gucken. Nach Hause von der Stadt aus fahre ich immer an der Küste lang. Mhm. Da ist schöner. Mach mal Plane drauf, sonst fliegen noch Sojabohnen weg. Und fast 500.000. Na ja, geht auch noch fast. Auf Feld 8 kostet 265.000. Was kostet denn das Gelände mit dem Hof drauf? Welches Feld ist denn das? Das ist das Feld 4. Ach, das Feld 4 mit bei. Komplett, Alter. 458.000. Ja, naja. Also für die Feldgröße dazu ist das tatsächlich eigentlich recht gut. Ja, also Gebäude mit drauf hast und alles. Ja. 7,95. Ist ja nur 0,3 Hektar kleiner als Feld 2. Ja. Feld 8 kostet zum Beispiel fast ja 265.000. Feld 12 478. Aber auch noch, ist noch größer als Feld 2 tatsächlich. Mhm. Auch nur 0,03 Hektar. Und Feld 9 kostet 244.000. Weil die großen Felder sind. So, da sind wir auch schon wieder am Abladen, am Auf.
Nochmal 7.500 Sojabohnen für uns. Uha. Und der hat ja keinen Tank jetzt, der Volllernte. Nee, der hat keinen Tank. Aber das werden wir heute noch nicht mehr machen. Nee, ich tue gerade schon mal zum Feld hin. Wie schnell fährt der? 27. Doch so schnell. Das finde ich das entferntere Feld. Da haben wir jetzt noch länger gebraucht. Ja. So. Aber auch mal wieder eine Hinterradlenkung, damit nur einem Reifen. Ja, der hat nur einen. Oh, wieder so ein Riesenkrampf, ey. Aber ein anderer. Wie lange er diesmal das Rohr passt hier? Das ist, das hätten wir vielleicht vorher testen sollen. Wo bist denn du? Wie weit bist du weg? Feld 41 bin ich gerade. Okay. Soll es mich eigentlich noch einholen? Wenn wir müssen auch gucken, dass wir die anderen Felder müssen wir ja nochmal machen irgendwann, ne? Die anderen beiden Grubberaufträge, die da sind. Ja. Wie viel Zeit haben wir für die noch? 10 Stunden. Ja, wir haben jetzt jeweils 10 Stunden 12 noch, ne? Ja, genau. Bis zum Ende des Monats. Zum Ende des Monats, / Tages in dem Fall auch. Ja, genau. Genau. Ja, haben wir einen Walter bekommen. Da kommt irgendwie bekannt vor, der Walter. Ja. sogar in derselben Lackierung. Genau, hab ich auch gedacht, ey. Da hinten ist er, der Heiko. Ja. Fahren wir ihm hinterher, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht verfährt. Ich hab die Karte offen, also. Ich hab schon nur klein offen, das heißt. Heiko hält den Verkehr auf. Verkehr? Was für Verkehr? Hinter dir. Das ist eine Auto. Ja, das ist Verkehr. Außerdem bin ich jetzt auch hinter dir. Jetzt hältst du mich mit auf. Das ist auch so eine Maschine, die würde man eigentlich nicht über die Straße hinfahren, ne? Nope. Definitiv nicht. Wir sind da. Was ist also für Unkraut drauf? Ist ja richtig viel Unkraut drauf. So, du siehst, der macht laut Optik vorne macht er 4 Reihen. Ja. Du siehst, wie viele es sind. Wir müssten eigentlich da hinten anfangen. Eis? Ja. Stell ich mal bitte an einem Rohr. Du kannst ja mit der Maus bestimmt noch bewegen. Ja. Dezent. Boah, sollte reichen. Na komm, geht doch höher. Ja, maximal reicht. Ja. Wir müssen aber wahrscheinlich hinten am anderen Ende anfangen. Dann erstmal Außenbahnen fahren. Ja. Mal ein bisschen Platz schaffen, ne? Dann bei der nächsten Folge natürlich erst. Ha! Fahren wir in den Nebel. Ich habe das Feld da vorne über das Feld 25 Geisterfeld getauft. Oder Gespensterfeld. Okay. Weil da immer Nebel ist. Immer! Jo. Musste quasi hier erstmal entlang der Straße quasi Außenbahn fahren, würde ich sagen. Mhm. Oder willst du hier erst denn. Nee. Und du musst ja gucken, du hast ja bloß auf der einen Seite den Auswurf, ne? Ja, genau. Also der eine muss immer auf abgewendet vom Feld sein, quasi. Ja, genau wie hier gerade auch komplett Nebel ist. Ja. Ja. Ja, mit dem Auswurf sollte funktionieren, das wird doch reichen. So, ja. Machen wir auch das Umleuchten an. Bei mir ist allerdings Blinker wieder. Und dann würde ich sagen, war es das für heute aber auch schon wieder. Denn wir verabschieden uns, sagen ciao, tschüss und wenn ihr mögt, schaltet morgen wieder ein. Dann werden hier Karotten geerntet. Oder gezupft aus dem Boden, ja. Wie auch immer. Erntet es trotzdem, genau. Wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.